Die Kriminalität in Deutschland nimmt immer weiter zu und immer mehr Haus- und Wohnungsbesitzer greifen zu Sicherheitsmaßnahmen, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Die Auswahl an Sicherheitstechnik ist fast grenzenlos. Wir zeigen Ihnen, welche Sicherheitstechnik es derzeit auf dem Markt gibt und welche auch wirklich funktioniert. Wenn Sie Ihre eigenen vier Wände schützen möchten, rät der Fachmann wie auch die Polizei als erstes zur mechanischen Sicherheitstechnik. Das derzeit gängigste und laut Fachmann sicherste Modell auf dem Markt ist das sogenannte Stangenschloss zur Anbringung an Fenster- und Balkontüren, gesichert mit sogenannten Schließnasen. Diese Art Schloss hält eine Krafteinwirkung von über einer Tonne aus. Kostenpunkt zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Wenn Ihnen diese Art Sicherung noch nicht reicht, können Sie dann mit der Videoüberwachung noch einen draufsetzen. Auch hier eine Neuheit auf dem Markt ist das Drei-Komponenten-Modell, bestehend aus Magnetkontakt, Alarmanlage und Kamera. Also das ist ja so, bei alles was mit Video ist, empfehle ich mir Verkabelte zu nehmen, wenn es geht, weniger Funk, wegen Funkstörungen und so. Aber das wird verkabelt mit der Zentrale und wenn er irgendwo ein Fenster aufreißt oder so und es geht ein Magnetkontakt runter, dann geht natürlich sofort die Kamera an, die hat auch ein Nachtsichtgerät drin, das heißt, sie sieht ihn so, wie er am Tag herläuft nachher. Die Vielfalt an elektronischer Überwachung ist groß, vom kleinen bis zum großen Bedarf. Knapp die Hälfte aller Eigentümer oder Mieter nutzt Videoüberwachungstechnik. Unser Modellbeispiel bringt noch einen Vorteil mit. Im Zeitalter des Smartphones können Sie im Alarmfall über Ihr Handy Ihre Anlage weltweit steuern, schnell reagieren und so gegebenenfalls Hilfe anfordern. Ja, Fernüberwachung ist ja so, die Anlage sagt mir genau, was für ein Magnetkontakt, Rabgang ist. Die ganze Anlage hat jedes Fenster drin, hat jeden Bewegungsmelder drin, hat jeden Rauchmelder drin. Und dann sagt die Anlage mir, was ist passiert. Und das kann ich aber auch übers Handy abfragen nachher. Der Kostenpunkt für eine solche Anlage liegt bei rund 5.000 Euro. Natürlich gibt es in diesem Bereich auch preisgünstigere Modelle. Um Einbrecher nur mit Kameraattrappen abzuschrecken, davon rät der Fachmann allerdings grundsätzlich ab. Nee, Attrappen kann man komplett vergessen. Da sieht man, dass der Kunde Angst hat, dass die Person Angst hat, die will sich schützen, hat aber teilweise gar kein Geld, was Richtiges zu kaufen. Also wir raten von Attrappen absolut ab, weil die kann man überall billig erwerben, hat aber absolut keinen Wert. Absolut nicht. Fazit, der Eigentümer oder Mieter möchte so schnell wie möglich wissen, wenn ein Einbrecher versucht einzudringen. Mit der mechanischen Sicherheitstechnik wird ihm das erstmal sehr schwer gemacht. Wichtig, laut Fachmann, ist hier das richtige Zusammenspiel von mechanischer und elektronischer Sicherheitstechnik. So können Sie sich in Ihren vier Wänden optimal sicher fühlen. Zum Thema Sicherheitstechnik zu Hause begrüße ich ganz herzlich Markus Tommel. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck? Haben die Menschen ein höheres Bedürfnis und einen höheren Wunsch nach Sicherheit zu Hause? Ja, also seit die Einbruchzahlen zunehmen die letzten Jahre, ist das Sicherheitsbedürfnis natürlich angewachsen. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn das Thema näher kommt, es wird beim Nachbar eingebrochen oder sogar im eigenen Haus eingebrochen, steigt das Bedürfnis nach Sicherheit. Die Leute informieren sich draußen, wollen Sicherheitstechnik. Und das ist normal, das ist der Einbruchzahl geschuldet. Videotechnik oder auch Fernüberwachung, welche Modelle gibt es da heute auf dem Markt? Ach, unzählig. Die üblichen klassischen Videotechnik-Systeme sind eine einfache Kamera, die man sich vors Haus hängt, die vielleicht den Eingangsbereich überwacht. Und im Hausinneren ein korrespondierender Bildschirm dazu. Dort wird aufgezeichnet, was sich bewegt auf der Kamera, kann man sich dann hinterher anschauen. Gibt es jetzt eigentlich für Wohnungen und Häuser unterschiedliche Modelle? Ich denke auch, wenn ich Outdoor oder Indoor bin, sind ja ganz andere Anforderungen an die Kamerasysteme. Ja, ja, natürlich. Also speziell die Kamera muss unterschiedlich ausgewählt werden. Eine Kamera im Außenbereich sollte wasserdicht sein natürlich, wenn es drauf regnet. Dann natürlich Nachtsichtprogramme installiert haben. Vandalismus ist ein großes Thema. Viele Kameras sollten nicht zerstört werden können. Gibt es tolle Kameras heute, die halten auch Baseballschläger aus. Also das sind so alles Aspekte, die man beachten muss bei der Auswahl einer Kamera. Und das sind auch so die gängigen Themen, die da eine Rolle spielen. Man hört auch immer mehr von der Fernüberwachung per Handy. Bringt das wirklich etwas?
Ja, natürlich. Auch dort gewaltig, was sich im Moment entwickelt und auch auf welchem Standard es schon funktioniert. Ich bin im Urlaub, es klingelt an der Tür bei mir zu Hause. Ich gucke auf dem iPhone, wer steht vor der Tür. Kann vielleicht entspannt sein, weil nur der Nachbar die Post bringt. Zum Beispiel, ja. Oder der Freund oder die Freundin kann ich dann aus dem Urlaub sagen, du, bin heute nicht zu Hause, komm nächste Woche wieder. Aber was hilft das jetzt mir, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel in Spanien in Urlaub und sehe, oh, da passiert etwas am Haus. Sollte ich meine Anlagen auch mit der Polizei vernetzen oder bringt das auch, wenn ich einfach, ich weiß, da ist gerade jemand. Einschreiten kann ich ja nicht. Nein, aber Sie könnten natürlich auch vom Urlaubsort aus die Polizei anrufen. Also eine Aufschaltung bei der Polizei ist nicht zwangsläufig notwendig. Ich würde das vielleicht empfehlen, wenn viel Vermögensgegenstände im Haus sind, wenn es um Absicherung größerer Dinge geht. Aber für ein normales, durchschnittliches Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, wie auch immer, wo keine großen Vermögensgegenstände sind, halte ich das übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt hört man ja oft, günstig ist nicht immer gut und teuer ist auch nicht immer gut. Genau. Wie ist jetzt bei der Überwachungstechnik? Ja, so wie Sie sagen, im Mittelfeld, das sollte eine gute Technik sein, das muss nicht die Profitechnik sein, aber da liegt die Wahrheit oft genau in der Mitte. Es gibt heute günstige Kameras in der Preisklasse von 90 Euro und nach oben unlimited. Sie können für 3.000 Euro Kameras kaufen. Das ist natürlich völlig übertrieben für den privaten Sektor. Dann nimmt man Kameras so in der Preisklasse 250 Euro pro Kamera. Das ist völlig ausreichend. Was mir jetzt auch im Beitrag aufgefallen ist, die Kameras haben ja oft eine Bildqualität. Ich sage, kann ich diesen Menschen dort wirklich erkennen? Sind die Kameras heute so gut? Weil eine Strichzeichnung hilft mir auch nicht weiter im Notfall. Also im Zweifel kann es die Kamera um 90 Euro nicht natürlich, aber eine Kamera um 250 Euro kriegt es hin. Es gibt Weitwinkelkameras, die haben dann einen Weitwinkel von 90 Grad. Da können wir in der Regel bis 15 Meter die Personen ziemlich genau und scharf abbilden. Wenn die Kamera einen Fokus hat, dann komme ich weiter, also dann schränke ich den Winkel ein auf vielleicht 60 Grad und komme dann bis zu 25 Meter weit und sehe auch Personen bis 25 Meter scharf. Das ist so der übliche Rahmen, der auch ausreicht im privaten Bereich. Wenn ich mich jetzt für die Sicherheitstechnik interessiere, für zu Hause, was sollte mein System auf jeden Fall können und was sollte es dabei haben? Also Sie brauchen natürlich eine Kamera, die es aufzeichnet, die den Anforderungen gerecht wird, ja, dass man also auch in der Nacht was sieht, die wasserfest ist, wenn sie vor dem Haus installiert ist. Und Sie sollten einen Bildschirm im Innenbereich haben, der die Dinge aufzeichnet. Also aufzeichnen heißt auch, ich kann es nicht nur 1:1 anschauen, sondern ich habe zum Beispiel 24, 48 Stunden Aufnahme. Genau, aber nur dann, wenn die Kamera auch anschlägt, also die Kamera ist verbunden, gibt es verschiedene Systeme mit dem Bewegungsmelder und nur dann, wenn jemand in das Kamerabild reinläuft, beginnt die Kamera zu laufen, beziehungsweise auch das Band oder die digitale Aufzeichnung. Und ich kann, wenn ich heimkomme, Entschuldigung, wenn ich das noch nachschieben kann, wenn ich heimkomme, kann ich schauen, habe eine schöne Auflistung und da sind dann 10 Meldungen drauf und kann dann ganz gezielt reinschauen, was passiert ist. Was sind jetzt die gängigsten Modelle, die die Menschen derzeit einkaufen? Das kleine 1x1-Paket ist die besagte Kamera, die vor dem Haus hängt, die den Hof einfahrt, filmt vielleicht eine zweite Kamera dazu, die den Eingangsbereich filmt mit dem passenden Bildschirm in dem Bereich. Das ist so das gängigste Modell und da gibt es verschiedene Fabrikate, die möchte ich jetzt nicht aufzählen, da kann man natürlich von bis auch ausgeben. Und wie gesagt, da sind wir im Kamerabereich dann irgendwo bei 250 Euro. Vielleicht muss man noch dazu sagen, es gibt Funksysteme und Kabelsysteme. Funksysteme hat den Vorteil, dass ich es bequem nachrüsten kann, jederzeit. Leidet allerdings beim Thema Sicherheit. Funksysteme können gestört werden. Es gibt heutige Störsender, die kann sich ein Einbrecher im Internet für ein paar Euro bestellen. Deswegen wäre eine Verkabelung natürlich schon besser. Und dann wächst natürlich der finanzielle Aufwand, auch für so eine kleine Anlage mit 2-3 Kameras, sind wir gleich bei 5.000 Euro. Also was lernen wir daraus? Alles, was per Funk und was mit Datenübertragung zu tun hat, ist auch immer gefährdet, weil ich kann natürlich auch von außen auf das System irgendwo zugreifen. Natürlich. Herr Tommel, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Bitteschön.